Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Last Stop. Wir haben beim letzten Mal gesehen, wie die Geschichte mit Jack und John weitergeht, den beiden, die ja ihren Körper getauscht haben. Und heute schauen wir mal, wie das weitergeht mit innere Unruhen und was uns hier im Kapitel 2 Untreue erwartet. Los geht's! The next station is Salt Cellar Lane. Previously on Last Stop. Are you right, babe? Yeah, just had a long day. My babe's saving the world again, is she? The most exciting desk job there is. See, you've met Amy. Is that her name? She's getting fast-tracked. What? I've decided to include Amy in the selection process. Let's see who comes out on top. Kapitel 2 Untreu. Hey Dad. Oh, that's the traitor. How's life inside the military industrial complex? Blown up any babies with your death robots this week? Spiel mit, charmant, unbeeindruckt. No, sorry. But hey, maybe when you overthrow the government, you can have me thrown in the gulag. That might cheer you up. All I see in the news these days is robots. Robots killing people, robots taking jobs, robots having sex with people. You know, in my day, we'd have balloted if someone tried to give a job to a bloody robot. Strong industrial action is what we need. Testergebnisse, Herzproblem, Schwindelanfälle. Did you get your test results back from Dr. Lund? That's another thing that's gone to the dogs. The state of the health service in this country. Ziemlich stickig hier. Mach einen Spaziergang. Er soll ruhig sein. Mach einen Spaziergang. Okay, before you get deep into another one of your rants, do you fancy going for a walk? Nini, you're just trying to shut me up? Well, I won't fall for it. Umgekehrte Psychologie. Red auf ihn ein, sei direkt. Let's go look at some birds, you miserable old sod. Well, don't dawdle. Lead on. Na gut. Du übertreibst. Das stimmt doch gar nicht. Es ist nur zu seinem Besten. Was du nicht sagst, gern geschehen. Eine Vorliebe für Bestrafung. Noch gärtnerisch tätig? Bist du oft hier und baust du irgendwas Neues an? Bastards took it away from me. Was passiert? Verstehe ich nicht. Zeig Mitgefühl. Well, I'm sorry to hear that. Dare I ask why? The fascist closed ranks and forced me out. Didn't have the stomach for my radical proposals. And there it is. Oh, da lang. Nee. Achso, zur Bank. Denke ich mal. Ja. Here you go, comrades. Get your beaks around this monkey old bread. Ich habe etwas auf dem Herzen. Erringe dir jetzt Aufmerksamkeit. Ich wollte etwas fragen. Dad, I wanted to ask something. I call these two Tony and Alistair. Mangy old bear. Tasse dich vorsichtig heran. Eheprobleme. Frag direkt. Was it always easy? Being married to Mom. What? Nicht verurteilen. Probleme in der Ehe. Keine perfekte Beziehung. I don't know, I was just wondering. You and Mom were married for 40 years. That's a long time to be with one person. Where did you get that idea? Our marriage was strong. Your mother shone like gold. You know, she saw the beauty in all things, Nini. No matter how cracked and broken. Spending 40 years seeing the world through her eyes was a privilege.
Sie hatte es nicht leicht mit uns. Sie kannte uns. Wir haben sie wütend gemacht. She was always so patient with us. Do you remember that mobile we made together? The one I tore down in a strop. Seabirds of the British Isles. I got it from the RSPB. Blick nach vorn, er hat recht, das ist lange her. Ja. But we all have to push forward. You had a loving family. I don't know why you turned out like you did. Es wird kalt, es ist schon spät, Zeit zu gehen. It's getting on. We should head back. Had enough of me, I see. Okay, take me home. I imagine you're in a hurry to get back to work. No, I'm done for the day. Good. You'll have time for a cuppa then. I had Julia come round here the other day. You know, Julia from the book club. Anyway, she was trying to get me to sponsor a boy to climb some hill in South America. Can you believe the cheek of it? What does climbing a mountain, let alone traveling all the way to Argentina, have to do with charity? They've got it the wrong way round. I'm not paying for someone to have a lavish holiday. Who do they think they are? It's an insult, to be honest. Was ist das für Tee? If you want a holiday, you can have a weekend in Wales like the rest of us. Don't be shy, I'll have a little... Keep it coming. A little more. Seriously? Ach so. Nee. Gut. Fetch the chocolate biscuits. Oh oh. What is this? Ah, die Analyse. Minas Emotion, Müdigkeit, Hunger, Gesundheit, Bewusstseinsstrom. Ist das eine Falle? Was zur Hölle ist hier los? Hat die jemand platziert? Einen Moment mal, was ist das? Oder fängt das unten an? Moment, gibt es hier Kekse? Ja, obwohl ich es schon vermissen würde, wenn er etwas Feineres kaufen würde. Bei den Teebeuteln war Dad schon immer geizig. Belastende Beweismittel suchen, Minas Lebenszeichen. Jo, okay, dann gucken wir mal. Zustand der Augen. Nicht blutunterlaufen, nicht geweitet. Keine Anzeichen von Rausch. Erscheint zurechnungsfähig. Jedenfalls für Dates. Verhältnisse. Versteckte Päckchen. Scheint nichts an der Person versteckt zu haben. Keine versteckten Waren. Ich kann annehmen, dass ich sein gesamtes Versteck ausgeräumt habe. Auch keine Anzeichen von Mithören. Polizei hatte ihn noch nicht geschnappt. Abwägung der Umgebung. Offenes Gebäude mit großen Fenstern. Anfällig für Überwachung von außen. Sichtlinien sind jedoch verdeckt. Annehmbar. Risiko für persönliches Ansehen. Sind die echt? Du Trottel. Das muss ein Scherz sein. Is this what I think it is? Put it away. Poking around in other people's business. Du machst dich damit strafbar? Das ist ein ernstes Problem. Wieso hast du die? These are drugs. Illegal drugs. You could go to prison. Oh, stop being such a wet blanket. They're therapeutic. You know, I use them scientifically. Warum? Unglaublich. Überrascht. I just can't fathom it. You, of all people. Why would you? They're psychedelics. Safer than riding a bus, you know. I take them to broaden my mind. Von wem? Wohin? Verstehe. Did someone sell you these? Oh, so the stuff shirt is taking an interest, huh? You want some too? Try one of mine if you like. Hör zu, Dila, deine eigene Tochter. Stop joking around. I'm dead serious. Who sold these to you? Oh, you wouldn't believe the things I've seen, Nini. A bizarre city in the middle of the desert with strange beings with red and green skin and a huge flower
with glowing walls. Haha, trippy, huh? Kein Interesse. Wie heißt der Dealer? Hör auf, abzulenken. Tell me who sold these to you, or I swear I'm gonna walk out right now. Calls himself Spider. He was very easy to find. I looked him up online at the library. Here, I'll write down his phone number. Neue Nachricht. F kann nicht aufhören, an dich zu denken. Necke ihn, sei forsch, kein Wirbel. Wirf sie in den Müll, hör damit auf. Ich bin bald zurück. Dad, I've got to go. Don't do any more of those. Promise. Alright, off you pop. Dann gehen wir mal nach Hause. Oh, wobei, nee, das war ja... Can I help you? Stimmt ja. Ich kenne sie. Wir kennen uns nicht. Wohl Felix. You're Wendy. Nice to meet you. I just popped over to see your dad. Right. Lüge, bleib cool. Schüchtere sie etwas ein. I'm Mina. Your dad's friend. I know who you are. Felix hat es ihr erzählt. Bleib höflich, unangenehm. Oh. Good. Well... Going anywhere nice? Nope. Genug Höflichkeiten ausgetauscht. Nettes Gespräch. Vielleicht kriegen wir das hin. Okay. Well, I better go. It was lovely to meet you. Sure. I like your wedding ring, by the way. Hey, you. Didn't expect to see you today. Er hat ihr erzählt, dass ich verheiratet bin. Ich bin der Bösewicht. Sarkastisch. Did you tell your daughter I'm married? Is that a problem? Hat sie Fragen gestellt? Sie weiß alles? Ja. How much does she know? I don't keep secrets from her. She's a grown-up girl. Das Beste, nicht so ideal. Zeig Mitgefühl. This could make things difficult. I guess I could always try and win her over. Take her out for a coffee or something. Do you think she'd go for that? Probably not. Danke für die Unterstützung, wären Bestrafung. No need to sugarcoat it. Anyway, you gonna invite me in? Nun. What? Du kennst mich nicht. Ist das die richtige Nummer? Schön, dich kennenzulernen. You're Spider, right? We've not met. You've got the wrong number. Nun direkt zur Sache. Spiel den Lockvogel. Durchschaue sein Spiel. I got your number from a friend. I'm looking for some gear. I don't know what you're talking about. Bring Geld ins Spiel. Nachbohren. Vielleicht ist er es nicht. Ah, well, that's a shame. If you're not interested in my money, I'll have to phone that other guy. Come to the alley off Cherry Tree Lane. Good. In about 30 minutes. Muss ich jetzt einfach hier runtergehen? Ja, sieht gut aus. Okay, super. Gut, dann warten wir auf dich. Grüß Samir von mir. Könnt ihr auf mich warten? Hat er doch geschrieben. Esst ohne mich. Geh behutsam vor. Denn tut mir wirklich leid, aber ich wurde kurzfristig ins Büro gerufen. Sollte aber nicht allzu lange dauern. Wie lange wirst du noch brauchen? Halbe Stunde optimistisch. Besser nicht zu viel versprechen. Machen wir mal besser. Wahrscheinlich 45 Minuten. Okay, wir können auf dich warten. Es wäre schön, diese Woche wenigstens einmal als Familie zu essen. Denkst du kannst vor 21 Uhr hier sein? Bin auf jeden Fall bis 21 Uhr da. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Oh. Moment. Das waren die Sachen, die wir geschrieben haben, oder? Also die wir selber ausgewählt haben. Ist er sich sicher? Machen wir mal so. Okay, wenn ihr meint. Ich will nicht, dass ihr beide verhungert. Die Sache tut mir wirklich leid.
Das ist okay. Na gut, achso, hier gehen wir selber weiter. Na gut. Dann schauen wir mal, dass wir Spinne treffen. Da ist er doch. Denke ich mal. You the bird on the phone? Spinne, ja? Zeig keine Schwäche, ja. Who else would I be? Let's do this then. What are you after? Ernsthaft eine Vorschule? Schüchtere ihn ein. Erniedrige ihn. Okay. Shut up and pay attention. You've had a good run. You've made a bit of money. But you're done. You're not going to be selling any more of that crap around here. And if I learn otherwise, I'm going to get nasty. You what? Du hast schon gehört. War das zu schwer? Brauchst du es schriftlich? A bit thick, aren't you? Which part do you want me to repeat? Or do you need it handwritten in block capitals? Maybe I can email it to you. Got some mouth on you. Jog on, love, before I take it to heart. Falsche Antwort. Bringen wir Sindhund. Süße? Oh dear. Wrong answer. I'm afraid I'm going to have to hurt you now. You serious? Suche nach Schwächen, Müdigkeit, Hunger, Gesundheit ist also relativ fit noch. Bewusstseinsstrom. Fangen wir mal unten an. Nicht vergessen, auf dem Weg nach Hause in den Laden an der Ecke gehen. Kann nicht glauben, dass du mich da reingeritten hast, Dad. Ich könnte daheim im Warmen sein. Mein Gott, ist das ein grässliches Hemd. Wer ist der Typ? Kann es kaum erwarten, den Idioten Windel weich zu prügeln. Ja, das ging schnell. Na gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Gucken wir erstmal hier. Zitternde Hände, schwitzige Anflächen lassen verboten, dass er zum ersten Mal eine Klinge hält. Klinge hat eine geringe Reichweite und ist stumpf. Schwacher Griff liegt nahe, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit entwaffnen lässt. Der Fuß. Unpassendes Schuhwerk. Socken ohne Schuhe erhöhen das Risiko, Blasen zu bekommen. Die meinen Schuhe ohne Socken. Verminderte bipedale Leistung. Modebewusstsein weist Symptome eines Schwachkopfes auf. Taubenbeine. Ausgeprägter Muskelschwund im Quadrizeps. Gefahr eines kräftigen Angriffs von unten. Extrem gering. Schwacher Bizeps und Unterarm. Allgemein körperlich schwach. Ungleiche Muskelmasse zwischen beiden Armen. Deutet auf übermäßige Masturbation hin. Starker Achselgeruch deutet auf chronische Nerven hin. Ach, das war's schon. Bedrohungsstufe. Na gut, erbärmlich. Oh. Ow, yeah, that's my arm. Gavin Briggs, flat 114, Oriel House, the Villas. Very nice. You've done well for yourself. Klar und deutlich. Du tust, was ich sage, böser Junge. I think it'd be a good idea if you did as you're told. Don't you, Gavin? Yeah. Das geht besser. Ich hab dich nicht gehört. Nochmal. You can do better than that. Yes, absolutely. Dich ausliefern, werde dich finden, dich besuchen. Ich mach mal das. Good boy. I'm gonna keep hold of this license, just in case I ever need to hand it in to the authorities. You're not the police. Who the hell are you? Red in seine Sprache, dein schlimmster Albtraum. Jag ihm Angst ein. Do what I say and you won't need to find out. Now get lost. Ja. Das sollte passen, denke ich. So, gut, dann gehen wir mal raus hier. Oh, ups. No woman disrespects Spider. You've got bare bad things coming your way. Du bist tot, wenn du mir nicht meinen Führerschein zurückgibst, schlage ich dir die Birne ein. Birne. Die Bindere. Ganz gemeinte Warnung. Spiel mit ihm. Grammatikpolizei. Gavin, das lässt sich alles als Beweismaterial verwenden. Oh Mist, das war zu schnell. So, dann gehen wir mal nach Hause.
you're having fun with your extracurricular activities. What the fuck, was? I say it. What? You know, all the extra work you've been doing. You should be getting paid overtime for working so hard, so late. Why do you always have to work late, Mom? 2 gegen 1, was soll das? Nicht schon wieder. We've been over this, darling. Mom has a really important job. It's like a big competition where the best win. And Mom is the best. You're the best as well. Er war der Beste. Er ist nicht schlecht. Der beste Koch. Certainly the best cook in this family. Right. Bedtime. Oh, really? Yep. Gehen wir. Ich bringe ihn nach oben. Leider ja. Come on, Dylan. I'll tuck you in. Oh, Dad, can you do it? Listen to your mom. Schon gut. Wenn er will. Ouch. No. That's all right. I'll clean up here. You take him up. Mann, ist das laut, das Auto. Und der Regen. Why? What's wrong? Dan weiß Bescheid. Nicht dumm stellen. Das ist nicht richtig. It doesn't matter. I just can't make it, okay? Okay. So when can I see you? Morgen. Ich kann das nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich mach mal das. I'm not sure, Felix. Just give me some time. Hübsch. Das sind auch diese Kameradrohnen. Die sind cool. At Q3D, we're dedicated to making your life easier. Automation, machine learning, blockchain security. Hieß nicht irgendwie bei GTA San Andreas oder so ein Spiel damals auch. Q3D oder so. Guten Tag. You didn't disappoint. I had a look through your examination results. They're very strong. Großartig. Wird auch Zeit. Also gehört er mir? That's great to hear. When do we get started? Not quite yet. I want to give Amy another shot. We're going to do another round of interviews. Just the two of you. Keine Erfahrung. Sie soll besser als ich sein. Das ist lächerlich. What? But she has next to no experience. I'm your lead on this. This assignment means a great deal to me. There's a long personal history attached to this. You can understand why I want to be absolutely sure I have the right person. Warum sie? Ich bin die richtige Person. Das ist eine Beleidigung für mich. Why her, though? I'm not afraid of a little competition. Zickmodus aktivieren. Keine Spielchen mehr. Schön. Okay. Bring it on. There she is. Untreu, das war das Kapitel 2. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder einen kleinen Cut. Wir sind wieder am Ende einer Folge. Beim nächsten Mal machen wir dann mit unbekannter Gefahr Kapitel 2, der Gefangene, weiter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann seid auch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.